Hallo und ein herzliches Willkommen heute zum abgefahrenen Donnerstagsspezial. Heute mal wieder was aus der Kategorie für Kurzentschlossene. Wir haben zwei Kabinen zum Sofortabgeben hier auf dem Hof. Hintergrund ist bei beiden ein Wechsel innerhalb des Projekts und von daher können wir euch die jetzt auch mal relativ kurzfristig und schnell anbieten. Zweimal GFK-Kabine, jeweils 60 mm Wand- und Deckenprofil und ein 85 mm Bodenprofil mit dem integrierten Zwischenrahmen, so wie man es von uns auch gewohnt ist. Kabine Nummer 1, eine etwas größere, hat hier eine Frontschräge, hat eine Heckschräge, ein Innenmaß von 5,30 m. 5,38 m, 2,30 m Innenbreite und 2,17 m Innenhöhe. Das heißt, entweder ihr seid groß genug oder ihr wollt mit einem zweiten Boden arbeiten. Das ist hier alles möglich. Für den Grundschnitt hier solltet ihr wissen, dass das Abstandsmaß Tür zur Wand innen 1,05 m ist. Der Türausschnitt ist auch gemacht für etwas größere Personen. Ich bin 1,83 mit Hut und Schuh 1,86. Ausgeschnitten ist es aber auch noch schnell. Ja, Kabine hier wäre für einen Grundschnitt zum Beispiel gemacht mit einer Sitzgruppe hier vorn in U-Form und hinten Querbett, Küche und Stauraum, nochmal Küche, was auch immer. Längsbett wäre auch eine Option. Wenn ihr Fenster von uns möchtet, können wir die auch gerne noch nach eurer Vorgabe bestellen und einbauen. Türen klappen natürlich ähnlich. Hier reden wir dann natürlich aber von einer Lieferzeit von mindestens 4 Monaten. Das Video dazu, zu den Schnitten, was hier drin möglich wäre, würden wir mal hier unten noch mit verlinken. Und dann könnt ihr euch einfach mal anschauen, was die Ideen von unserer Seite dazu wären und was wir davon sogar schon auch ausgeführt haben. Ja? Also, Kabine Nummer 1, passend gemacht für ein Fahrzeug, Single Cab und Radstand ca. 3,90. Ja, so in etwa. Wenn ihr natürlich ein längeres Fahrerhaus habt, braucht dann etwas längeren Radstand. Ja? Aber auch da können wir euch gern beraten. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch. Solltet ihr noch andere Hilfe benötigen zu Ausbaupaketen wie Wasser, Strom, Möbel, was auch immer, könnt ihr euch natürlich auch an uns wenden. Auch hier können wir euch dahin beraten, was ihr gerne haben möchtet oder was ihr unbedingt bedenken solltet, um euer Projekt zu einem geilen Projekt zu machen. Hier ist natürlich auch wieder die Beratung das A und O, aber ich denke, egal wie, wir werden eh miteinander sprechen. Kabine Nummer 2. Es sieht von außen aus wie eine Komfortkabine von uns, von innen ist es aber keine. Hat einfach den Grund, wir reden hier von einem Kabineninnenmaß von 4,70 m mal 2,25 m breit mal 2,10 m Innenhöhe. Wir haben auch hier wieder eine Heckschräge. Der Türausschnitt hier ist ganz vorn ausgeführt. Das spricht natürlich für den Klassiker eines Eingangsbads. Türgröße, auch hier wieder variabel, aber hier wurde halt schon drauf geachtet, weil der ursprüngliche Schnitt in diesem Projekt geplant war mit einem Eingangsbad, dass hier der Grauwassertank sauber drunter passt. Ja, auch hier, wie bei der anderen Kabine, wollt ihr Fenster, wollt ihr Türen, wollt ihr Klappen, können wir euch gern beraten. Wir können sie euch auch reinbauen und dann könnt ihr die Kabine einfach abholen und bei euch montieren. Alternativ können wir natürlich auch bieten, dass wir euch die Kabine auf euer Fahrzeug montieren. Hierzu müssten wir allerdings in beiden Fällen einfach nochmal eine kurze Beratung gemeinsam starten. Und dann schauen wir mal, was wir für euch tun können in diesem ganzen
Konstrukt. Also, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch bei uns, schickt uns eine E-Mail an anfrage@vorbild24.de. Gerne können wir dazu auch telefonieren. Und in diesem Sinne freue ich mich, von euch zu hören und wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.